jetzt ist die Zeit, wir bitten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Ich bekam nur ein Wort. Nicht ein Wort, 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 sondern ein Wort. Und ich glaube, ich habe noch nie über dieses Wort gepredigt. Und dann habe ich mich interessiert, ja, wenn du ein Wort bekommst, dann habe ich mal die Bibelkonkordanz aufgemacht und habe geguckt, wie viel mal dieses Wort drin steht. Ganz viel. Habe ich schon gesagt, wenn ich das alles durchlesen muss, dann komme ich heute Abend nicht. Und das Wort heißt Hoffnung. Hoffnung. Dann habe ich etwas gemerkt, es gibt ganz viele, ich glaube fast 100 Bibelverse, über das, wie das Wort Hoffnung kommt. Und dann wisst ihr alle, dass das Alte Testament viel größer ist als das Neue Testament. Aber das Wort Hoffnung kommt viel, viel mehr im Neuen Testament wie im Alten Testament. Ist das logisch? Ja. Ja. Im Neuen Testament haben wir Jesus. Ist der Unterschied. Im Neuen Testament kommt ganz, ganz viel das Wort Hoffnung. Im Alten Testament ganz, ganz wenig. Jesus ist die Hoffnung. Oder Jesus gibt uns Hoffnung. Ich habe mir noch so ein paar Bibelverse rausgeholt, die mir ganz gut gefallen haben. 2. Korinther. Weil wir große Hoffnung haben, haben wir große... Wer weiß es? Nein. Ja, Freude. Kannst du das hochstellen? Wenn du große Hoffnung hast, dann hast du große Freude. Eine Frage, brauchen wir Freude? Ja. Weißt du, wenn Christen ihre Freude verlieren, dann werden sie religiös. Und das ist schlimm. Das wie, ich kann mich noch erinnern, mein Papa war so, kam vom Land. Und das war so diese Generation früher. Und früher hat man als fast nur ein Obst gekannt, besonders im Winter, das waren Äpfel. Mein Papa hat sein ganzes Leben, jeden Tag nach dem Essen, einen Apfel gegessen. Ich weiß, ob es der Grund ist, warum er über 90 geworden ist, weiß ich nicht. Aber, und dann haben wir immer so einmal im Jahr haben wir Äpfel geholt und haben die oben auf die Böde gemacht. So 2-3 Zentner, das ist lang fürs ganze Jahr und haben sie oben hingemacht. Und die sind den ganzen Winter so oben geblieben. Und die sind fast alle gut geblieben. Außer ein paar so Ausnahmen, ich weiß nicht, ob da ein Wurm drin war. Aber die sind dann ganz schnell sind so umgekippt. So. Das erinnert mich so, Christa ohne Freude. Und da weiß ich noch, ein Tag kommt mein Cousin mich besuchen. Und da war unsere Treppe gestanden und da war gerade einer so Apfel. Ich bin oben gestanden, einer, der war total braun, verfault so. Und ich weiß es noch heute noch. Ich bin halt ich sage, Marcel, fang ihn mal. Und dann hat mich so... Ja, ich habe mich gebessert, halt, Robert. Sei froh, dass du mich früher nicht gekannt hast. Aber Christen ohne Freude, die sind so wie die Äpfel, wie faul sind. He? Wenn du sie fangen willst, dann... Okay, ist nicht das beste Beispiel. Okay. Aber wenn du große Hoffnung hast, dann hast du große Freude. Und wenn du keine große Freude hast, dann hast du deine Hoffnung verloren. Und weißt du, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als fast dieses Wort auf Erde, hoffnungslos. Wenn du abgestempelt wirst als hoffnungsloser Fall. Ich habe auch so 2-3 Stempel in mir drin. Wie ich mich erinnere, wo Leute total gesagt haben, ein Lehrer, ein Richter. Und ich habe selbst diese Stempel aufgenommen, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und es gab Zeiten in meinem Leben, wo alles hoffnungslos war. Alles. Aber ich habe einen Gott kennengelernt. Und in diesem Gott, wenn du deine Hoffnung auf ihn legst, dann die kann man nicht mehr verlieren. Und das ist so für mich eine der wichtigsten Sachen. Und wir verlieren öfters unsere Freude. Stimmt das?
Und dann, wenn wir unsere Freude verlieren, dann muss man kontrollieren, wie steht es denn mit Hoffnung. Wenn ihr Auto fährt, wahrscheinlich habt ihr öfters einen Blick auf euren Benzintank. Stimmt das? Und ganz besonders, wenn du Diesel hast. Früher war es nicht schlimm, wenn der Benzintank leer war, ist man in die Tankstelle gegangen. Heutzutage, wenn du Diesel hast, musst du das Auto abschleppen lassen. Und ja, es ist sehr kompliziert, auch sehr teuer. Und wenn wir Christen sind, dann gibt es so einen Tank. Das ist der Tank der Hoffnung. Und da müssen wir öfters drauf schauen. Besonders, wenn du merkst, du hast keine Freude in deinem Leben. Hoffnungslos. Das ist ein schreckliches Wort. Im Psalm sagt David, wohl dem, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Wohl, ich weiß, es ist ein ziemlich altes Wort. Oder ein anderes Wort ist glücklich. Glücklich ist der, wie seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Und dann sagt David dann im anderen Psalm drin, und der gefällt mir sehr gut. Er sagt, ich habe von Jugend auf meine Hoffnung auf den Herrn gesetzt. Boah, kannst du das vorstellen? Als kleiner Junge, als Hirtejunge, hat er seine Hoffnung auf den Herrn gesetzt. Und das ist, glaube ich, Schuld, dass er so ein Leben gehabt hat, nicht wie alle anderen. Als junger Mensch hat er schon seine Hoffnung auf den Herrn gesetzt. Und ich möchte gern diese Botschaft viele junge Leute geben. Geh als Jugendlicher schon deine Hoffnung auf den Herrn setzen. Wo setzen denn die meisten Leute heutzutage ihre Hoffnung drauf, wenn sie jugendlich sind? Ich habe reiche Eltern. Ich kann mir Marke Klamotte machen. Ich kann, wenn ich es nicht packe, eine Schule, meine Eltern bezahlen mir eine spezielle Lehre, wie man mithilft. Ich habe die Hoffnung, dass in meiner Familie gibt es reiche Leute, ich werde mal erben. Auf wie viele Sachen setzen wir unsere Hoffnung? Ich habe eine Begabung. Wir setzen unsere Hoffnung, wie beim Tiercé. Kennt ihr das Wort Tiercé? Ja, Pferderennen in Frankreich. In Frankreich gibt es ganz viele Pferderennen. Wenn du deine ganze Geld auf das falsche Pferd setzt. Ist alles verloren. Ist alles. Wenn du deine Hoffnung aufs falsche Pferd setzt, auf deine Fähigkeit, auf die Finanzen, auf deine Familie, auf deine Freunde, auf alles Mögliche. Eine Frau sagte mir vor kurzem, die war nicht gläubig. Das Wichtigste in meinem Leben zur Zeit, dass ich gute Freunde habe. Ich spürte, es ist wichtig, gute Freunde zu haben, aber die ganze Hoffnung war auf Freunde. Freunde können dich enttäuschen. Glücklich ist der Mann, der seine Hoffnung auf den Herrn, und David hat seine Hoffnung schon in der Jugend auf ihn gemacht. Und das hat gemacht, dass David anders war wie die anderen. Das war Grund, warum David diese Fähigkeit hat, als junger Hirte in Löwe oder in Bäre, wie ihm sein Schaf geklaut haben, draufzuhauen und rausreißen von ihrem Maul. Seine Hoffnung war nicht seine Fähigkeit, sondern sein Gott. Und dann ein Tag kämpft er gegen diese Goliath. Seine Hoffnung war nicht im automatischen Gewehr. Er hat ja probiert, dieses Panzer und alles und das Schwert von seinem König wollte man anziehen. Und er hat gesagt, das ist nicht meine Hoffnung, ich kann das nicht mal tragen. Und seine Hoffnung war nicht die Schleider. Seine Hoffnung war Gott. Und das hat der Unterschied gemacht. David hat in seiner Frühjugend seine Hoffnung auf Gott gesetzt. Auf welches Pferd hast du in den letzten Monat gesetzt, sagen wir ganz ehrlich? Ich kann mich noch erinnern, es gibt so Geschichten, wie mein Leben ziemlich stark markiert haben. Vor vielen Jahren hatte ich in der Stadthalle in Sinsheim hatten wir einen Heilungsgottesdienst. Und dann hatte ich schon ein Wort, ich hatte mehrere Worte getan, ich habe ein Wort gehabt und das Wort hat geheißen, du hast einen schweren Herzinfarkt, du stehst ziemlich kurz vor dem Tod und du hast dann Hoffnung falsch gesetzt, aber Gott möchte, wenn du ihm vertraust, ein ganz neuer Anfang und du willst frisch anfangen. Und ich fragte, wer diese Person ist und niemand hat sich gemeldet, niemand. Und zum Beispiel enttäuschen, wenn du ganz klares Wort hast und niemand meldet sich. 8 Tage später war ich in Heidelberg, da gibt es so christliche Bücherlade. Und ich gucke mal wegen meinem Buch an. Und dann steht hinter mir so ein großer, dicker Mann, ein Amerikaner, Deutsch gesprochen.
und sagt, hey, du bist Piero Feiter, ich kenne dich, ich war in Zinsheim, in diesem Heilungsgottesdienst, du hast ein Wort für mich gehabt. Und sag, ja, welches? Ja, das mit dem Herz, das war ich. Ja, da hast du dich aber nicht gemeldet. Nein, ich habe mich nicht gemeldet. Und da hat dieser, vielleicht kennen noch einige von der Ringer, da hat die Gemeinde gehabt, im Leuchtturm in Heidelberg, in diesem Wasserturm oben drin, hat geheißen Bill Blelock. Und er sagt, ich habe vor einem Monat schwere Herzkrankheit bekommen, einen Herzinfarkt, es geht mir ganz, ganz schlecht. Und ich werde die Gemeinde aufgeben und ich gehe nach Amerika. Und dort hat ein ganz bekannter Prediger, einer der bekanntesten Prediger, hat gesagt, ich nehme dich unter meine Deckung, ich baue dich wieder auf und ich werde dich in Amerika gebrauchen. Und ich sagte ihm, Bill, Gott hat gesagt, er möchte dich hier heilen, möchte ich hier gebrauchen. Ja, aber dieser große Mann Gottes hat mir versprochen, das und das und jenes. Hat seine ganze Hoffnung auf diese ganz berühmte Prediger gesetzt. Und er ging nach Amerika. Und 3 Wochen später ist er gestorben. Ein sehr bekannter Pastor in Heidelberg. Ich hatte mich so, ich konnte es nicht verstehen, der Mann war, ich war ziemlich jung, der Mann war 30, 40 Jahre Pastor, viel Erfahrung. Und er hat seine Hoffnung auf einen anderen Mann Gottes gesetzt. Nicht mehr auf Gott. Ich konnte es nicht verstehen, wie kann dann ein Mann Gottes, wie so viel erfahren hat, nicht mehr seine Hoffnung auf Gott setzen, sondern auf das, was jemand ihm gesagt hat. Auf welches Pferd hast du gesetzt in der letzten Zeit? Auf deine Fähigkeit, auf dein Bibelwissen. Weißt du, ich tue nicht meine Hoffnung auf mein Bibelwissen, auf meine Theologie machen, sondern deine Hoffnung, das Pferd, auf den ich setze, ist Gott. Ist Jesus Christus. David hat seine ganze Hoffnung, seine Jugend auf den Herrn gesetzt. Und jetzt gibt es nochmal ein Bibelvers, das ist nicht unbedingt mein Liebling, aber ist gut. Römer 5. Geduld bringt Erfahrungen. Brauchen wir Erfahrungen? Geduld, weißt du, wenn man kann Geduld haben, dann gehen wir öfters Entscheidungen nehmen. Aber es sind keine Erfahrungen. Wenn du Situation bist und du hast Geduld da drin, bis das Gott wirkt, dann machst du Erfahrung. Und weißt du was? Wir brauchen Erfahrung. Christen, die keine Erfahrung machen mit Gott, sind Babychristen, auch wenn sie vielleicht 20, 30 Jahre. Wenn du ein Problem hast im Leben und du gehst sofort zu deinem Seelsorger, sofort zu deinem Pastor, sofort zu deinem Hauskreisleiter und er muss das Problem lösen für dich beten, dann wirst du niemals keine Erfahrung machen in deinem Leben. Erfahrung musst du machen mit Gott. Und manchmal muss man die Geduld haben in einer Situation drin, okay Gott, ich warte jetzt, dass du das machst. Und dann hast du Erfahrung gemacht. Und jetzt, Geduld bringt Erfahrung, steht geschrieben. Und was bringt die Erfahrung? Hoffnung. Steht in der Bibel drin, Geduld bringt Erfahrung, Erfahrung bringt Hoffnung. Wenn du die Erfahrung gemacht hast, wenn du geduldig bist und Gott eingreift, dann bekommst du diese Hoffnung in deinem Leben. Weißt du, Hoffnung und Glaube ist ziemlich ähnlich, aber es ist nicht dasselbe. Aber es ist, glaube ich, wichtig, diese Hoffnung zu haben. Gott, ich habe die Erfahrung gemacht, du hast mich, wie so Situationen waren, ich war geduldig, ich habe auf dich geharrt und du hast mir geholfen. Und ich habe jetzt diese Hoffnung, du wirst es wieder machen. Diese Hoffnung zu leben. Ich glaube, ist etwas, was ja, wir manchmal so schnell Verfahren machen. Und dann steht geschrieben, Erfahrung bringt die Hoffnung und Hoffnung lässt sich nicht zuschande werden. Weißt du, wenn du Hoffnung hast, Hoffnung auf Gott, wird dich Gott nicht zu Schande werden lassen. Die Hoffnung, wie Gott in uns hineingibt, die wird niemals sich verwandeln in Schande. Wenn wir auf das falsche Pferd sitzen, habt ihr auch schon Wette gemacht und habt verloren? Hast du, wenn du das falsche Pferd sitzt und du sagst, nein, ich habe recht, ich weiß es, und das Pferd verliert und kommt gar nicht an, du lässt dich die andere kaputt und du hast ein Stück Schande drauf. Und da steht geschrieben, diese Hoffnung, wie du hast von Gott, Gott lässt nicht die Hoffnung zu Schande werden. Heute Abend habe ich mir so einige Gedanken gemacht. Was ist der Unterschied von Hoffnung und Glauben?
Glauben, die Bibel, ist immer vom Heiligen Geist. Du weißt, dass du weißt, Gott hat was gesagt. Stell dir mal vor, ich gehe zum Arzt und der Arzt sagt, Sie haben Leberzirrhose, Herr Veit, das ist nicht mehr heilbar. Und wenn Gott nichts sagt, dann habe ich die Hoffnung, dass Gott mich heilen kann. Ich lebe in dieser Hoffnung drin. Und wenn Gott zu mir spricht, sagt Piero, ich werde dich heilen, dann habe ich Glauben. Und weißt du was? Aber öfters kommt der Glaube, wenn du in dieser Hoffnung, in dieser Geduld lebst. Ich habe so den Eindruck, es gibt ganz viele Christen, die haben nicht verstanden, was Glauben ist. Sie haben Hoffnung und dann tun sie das als Glauben umtauschen und sie proklamieren Sachen drin und es war gar kein Glauben. Wenn du Glauben hast, dann wird es geschehen, weil es von Gott ist. Und ich glaube, Gott möchte manchmal, dass wir in dieser Hoffnung leben. Glauben ist, wenn ich im Martin sage, dass der Autoschlüssel schenkt er mein Auto. Und dann weiß er, ich gebe es ihm. Hoffnung ist, dass er hat keins mehr und hofft, dass ich ihm glaube, dass ich ihm das schenke werde. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in der Hoffnung leben. Es gibt Zeiten, wo Gott möchte, dass wir in dieser Hoffnung leben drin, in dieser geduldigen Hoffnung. Es gibt ein Wort, wie ziemlich ähnlich ist, theologisch in der Bibel, wie Hoffnung. Und das heißt harren. Harren auf Französisch bedeutet s'attendre. S'attendre bedeutet, in einer erwartenden Haltung zu sein. Die wir auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Und Gott wünscht sich manchmal, dass wir harren, in dieser erwartenden Haltung sind. Und dann ist diese Hoffnung da und wir haben Freude und wir leben da drin. Und dann kann Gott etwas machen, ob du Glauben hast oder nicht. Und manchmal gibt es da kein Glauben. Gott kann dich ja heilen ohne Glauben. Herr Souverän. Aber ich glaube, dass es etwas viel ganz wichtig ist, dass wir lernen sollen, in dieser Hoffnung zu leben. Als ich herfuhr unterwegs, habe ich mir so die Frage gestellt, welche Hoffnung hast du, Piero? Und da muss ich immer so ganz, da nicht da oben, so ganz tief in meinem Herz haben. Ich habe die Hoffnung, dass Jesus zurück wird kommen. Ich weiß nicht, ob ich sehen werde oder nicht, aber ich habe die Hoffnung, dass er kommt. Und ich habe die Hoffnung, dass ich einen Tag bei ihm werde sein und ich habe eine ganz schöne Wohnung da oben. Ich habe diese Hoffnung. Ich habe diese Hoffnung, dass seine Gnade nie aufhören wird über mich und dass seine Gnade stärker ist als meine Fehler und meine Sünde. Ich habe die Hoffnung, dass Deutschland noch eine ganz starke Erweckung erleben wird. Ich habe die Hoffnung, dass Gott hier in Zinsheim noch ganz viel machen wird. Verstehst du? Hoffnung hat nichts zu tun mit Umständen. Es ist die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass Gott viele von euch ganz stark gebrauchen wird. Ich habe diese Hoffnung drin. Ich habe noch viele andere Hoffnungen in mir drin. Mein Herz zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich habe die Hoffnung, dass Gott mir Gnade schenkt, dass ich noch einige Jahre auf dieser Erde leben kann mit einer guten Gesundheit. Ich habe diese Hoffnung, dass Gott mir Gnade wird geben für viele, viele Sachen. Weißt du, und wenn er es nicht macht und erholt mich, dann habe ich trotzdem in der Hoffnung gelebt und habe in der Freude gelebt. Stell dir mal vor, ich nehme zwei Leute, ich nehme euch beide da vorne. Andrea hat einen Schicksalsschlag, schlechte Nachricht vom Arzt bekommen und es ist hoffnungslos. Es ist der ganze Tag vor der Klagemauer. Und nebendran Gerlinde hat dieselbe Nachricht, dieselbe Krankheit bekommen und sie hat die Hoffnung, dass sie geheilt wird. Und alle beide sterben ein Jahr später. Oh, Wiedersehen. Es war nicht prophetisch, war ein Beispiel. Stell dir mal vor, alle zwei Situationen. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Eine hat ein ganzes Jahr in der Freude gelebt und die andere für die Klagemauer. Verstehst du? Sie sind alle zwei rettet, sie kommen zum Herrn. Sie sind alle zwei nicht geheilt worden. Aber einer hat Freude gehabt, ein ganzes Jahr war ein Zeugnis. Und ich glaube, dass Freude
ein Stück Gott bewegt, etwas zu machen. Was denkt ihr? Schenkst du gern ein Geschenk in jemanden, Mensch, wie freudig ist, oder schenkst du gern ein Geschenk in jemand, wie vielleicht dich anmutzt? Heute Abend ist es immer so, wie ich auf der Straße hergefahren bin, habe ich immer so, mit welcher Hoffnung, weißt du, manchmal sind die Umstände so, die Gedanken, die Umstände, der Alltag so da, dass die Hoffnungen zugedeckt werden. Du kannst beispielsweise in der Atmosphäre des Smog ein Bach, ein Goldbach machen. Ich kann das sagen, nur eine Weile wird so viel Staub draus sein, dass er nicht mehr glänzt. Aber wenn du Staub wegmachst, dann glänzt er wieder. Manchmal kommt in unserem Leben viel Staub dran. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, schüttelt den Staub von eurer Füße weg. In unserem Leben kann manchmal so Umstände, Gedanken, Sorgen, alles Mögliche kommen, dass unsere Hoffnungen zugedeckt werden. Stehst du? Dann hat man eine Freude, aber die innere Freude, mein. Dann hat er, wie ich dahergefahren bin, habe ich so tief hineingeschaut. Diese Hoffnung, die wir im Herzen sind. Und plötzlich kam so richtig so Hoffnung hoch. Wenn ich in die Gemeinde denke, wenn ich Martin denke, wenn ich an Christa denke, plötzlich kommt diese Hoffnung, Gott wird die gebrauchen. Gott wird was machen. Diese Hoffnung, meine Kinder, meine Enkel werden Gott dienen. Es ist so totale Hoffnung drin. Und dann unterwegs so habe ich über diese Hoffnung nachgedacht, wie alle da drin sind. Und dann kam plötzlich im Auto eine tiefe Freude in mir drin. Nicht so etwas Äußerliches, weißt du, die äußerliche Freude kann man ganz schnell nehmen wieder. Aber eine tiefe Freude da drin. So, wow, etwas, ich kann es nicht erklären, es ist so tief, eine tiefe Freude drin. Und wenn du diese tiefe Freude hast, hast du noch etwas anderes. Ist eine tiefe Friede. Und ich merkte, Herr, ist schlimm, ich habe mich in der letzten Zeit mit vielen Gedanken beschäftigt, mit Problemen beschäftigt, wie kann das und was und jenes. Und ich habe gemerkt, ich habe wenig Zeit verbracht mit dieser Hoffnung, wie Gott mir geschenkt hat, ganz tief drin. Es ist Weihnachten. Ich hätte gern, dass wir unsere Schatztruhe auspuddeln. Was, wie es euch geht, wir haben keinen großen Tannenbaum, kleiner. Ich habe jetzt resigniert, ich habe hier, die haben mich aufgeregt, meine Frau liebt saubere Wohnungen, hat so einen Plastik-Tannenbaum. Im Aufbieg zu. Furchtbar, aber ich kann mich doch nicht scheiden lassen wegen dem Tannenbaum, verstehst du? Oh, wenn jemand etwas sagt, gell? Das ist privat. Jedes Jahr geht es in den Keller und holt dieses furchtbare Teil und man und dann weiß sie, wo noch irgendwo ein paar andere Kartons sind, mit Glocken und so, ja. Dann grabt sie diese Sache aus. Weißt du, wir haben ganz tolle Sachen in unserem Herzen drin. Es ist Weihnachten, müssen wir ausgraben. Verstehst du? Und heute Abend hätte ich gern so, das, was ich erlebt habe auf der Autobahn, das ist so mein Wunsch, dass du es erlebst. Dass du ausgräbst, was Gott dir reingegeben hat. Diese Hoffnung. In der Bibel steht geschrieben, im Hebräerbrief, dass die ganzen Propheten, Jesaja und Elia und David, die ganzen Leute, gelebt haben in der Hoffnung, den Erlöser zu sehen. Weißt du was? Und sie haben ihn nicht gesehen. Und es steht geschrieben, dass am Ende mit uns und durch uns hat Gott es gemacht, dass wir miteinander das sehen werden. Kannst du dir vorstellen, diese Propheten, die so viel prophezeit haben über Jesus. Und sie haben diese Hoffnung gehabt, ihn zu sehen. Aber sie sind gestorben in der Hoffnung und mit der Hoffnung. Und sie wären auferweckt in der Hoffnung und mit dieser Hoffnung. Ich kann das sagen, es ist gut zu sterben. Wir müssen alle lernen zu sterben, ich meine auch der richtige physische Tod, in der Hoffnung. Da nicht weit von Zinsheim rum war eine Schwester, eine Glaubensschwester, die war bei uns in der Gemeinde. Und
Der hatte Krebs bekommen, war in Endstation. Und dann haben ein paar Geschwister von uns, haben immer, ich glaube, du warst auch dabei, Hilda, haben dann gewacht auf sie. Sie wollte nicht, dass sie allein stirbt. Und dann waren sie mehrere Tage, jeden Abend. Und sie starb nicht. Und weißt du, wenn du dann ein paar Nächte da bist und du wartest, bis jemand stirbt und sie stirbt nicht, das ist die ganze Nacht, das ist lang. Dann hat jemand mich angerufen und gesagt, Piero, kannst du nicht mal kommen? Ich habe sie besucht. Und ich war dann dort an ihrem Bett und ja, sie möchte zum Herrn gehen, aber sie stirbt nicht. Und ich schaute sie an und dann hatte ich plötzlich so eine Eingebung. Und die hat dann einen Sohn, ja, die hat nur einen Sohn gehabt und der war ein bisschen, ja, schwierig, problematisch in seinem Leben. Und ich schaute sie an und ich fragte, ich glaube, Christel hat sie, glaube ich, geheißen, möchtest du, dass ich für dein, sich ein Stück um deinen Sohn bekümmere und dass ich für ihn bete? Und dann guckte ich sie an und ich merkte in ihren Augen, hey, das war es. Und sie sagt, Piero, würdest du das machen? Und ich sagte, ja, ich würde es machen. Und derselbe Abend ist sie weggegangen. Weißt du was? Es hatte Hoffnung wieder gehabt für ihren Sohn. Zu sterben und hoffnungslos zu sein, muss schrecklich sein. Kannst du dir das vorstellen? Du stirbst schon. Es ist alles hoffnungslos. Heute du stirbst und du hast diese Hoffnung, deine Kinder werden Gott dienen. Ich habe diese Hoffnung, dass ich diese Saat, wie ich mit meiner Schwachheit durch Gnade mein ganzes Leben ausgesät habe für Gott, ich habe die Hoffnung, sie wird aufgehen. Auch wenn ich sie nicht sehe. Verstehst du? Und der Tag, wie ich auf meinem Bett bin oder ich weiß nicht wo, wenn der Herr mich ruft, dann möchte ich sterben mit der Hoffnung. Ich möchte mit Freude rübergehen. Ich war dabei manchmal bei Leuten, die zum Herrn gegangen sind, die gestorben sind. Und auf dem Gesicht waren Strahlen. Verstehst du? Ich war bei einigen Menschen dabei, wie sie gestorben sind. Am liebsten hätte ich gesagt, ich würde gern tauschen mit dir. Ich kann nur sagen, es war ehrlich. Es war so Herrlichkeit, wie sie weggegangen sind. Da ist so etwas drauf. Sie sind in der Hoffnung gestorben, auferstehen beim Herrn zu sein. Sie sind in der Hoffnung gestorben, dass die Verheißung, die Prophetie, die sie bekommen haben, sie werden aufgehen. Wir sind manchmal so schnell enttäuscht. Ich bin auch jemand, wie sehr emotional ist. Und wenn ich so eine Vision habe, dann möchte ich so, wenn es geht, sich ganz schnell erfüllt. Ich möchte sehen. Aber weißt du, eine Prophetie, eine Vision von Gott, ist nicht an der Zeit begrenzt fürs Leben von einem Mensch. Elia bekommt eine Prophetie. Drei Sachen muss er machen und hat nur eine gemacht. Und Elisa hat die zwei andere weitergemacht. Das bedeutet, eine Prophetie ist nicht begrenzt am Leben von einer Person. Gott kann mir eine Prophetie geben, eine Vision geben und ich sterbe früher. Sterbe ich dann hoffnungslos, oh Herr, es ist nicht passiert, habe ich mich geirrt, es ist so schlimm, es muss ich sterben. Nein, ich weiß, dass die Vision von Gott, ich will die Hoffnung nicht verlieren. Ich habe beschlossen, ich möchte sterben in der Hoffnung. Ich möchte sterben mit einer Vision. Ich möchte sterben, wenn ich an euch denke, wenn ich an jemanden denke, voller Hoffnung. Da wird es packen. Weißt du? Und dann will ich mit einer tiefen Freude rübergehen. Ich will das Thema Sterben aufhören. Nicht, dass einige Angst bekommen. Aber weißt du was? Gott möchte Hoffnung in unser Herz reinlegen. Und er möchte nicht, dass wir sie verlieren. Und manchmal wird sich diese Hoffnung verwandeln in Glauben und dann wirst du es sehen. Und brauchst du trotzdem noch die Hoffnung. Weil die Hoffnung stört nicht den Glauben. Und ich glaube, es ist ein Lebensstil in der Hoffnung leben. Es ist ein Lebensstil, wenn du nicht abhängig bist, deine Gefühle von den Umständen. Wenn du in Leute investierst, stell dir mal vor, du bist Hauskreisleiter oder du hast einfach die Verantwortung für ein Schäflein.
Dann wird das Schäflein mancher Tage so ganz große Fortschritte machen. Und andere Tage, ping, gehen deine Gefühle mit, so bum, 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 bum. Oder verlierst du nicht die Hoffnung? Das schlimmste Wort, das man jemand sagen kann, du bist ein hoffnungsloser Fall. Das ist so, wie du dich selbst mit ihm beerdigst. Weißt du, es gibt kein hoffnungsloser Fall bei Gott. Es gibt kein Hoffnungsloser. Bei Gott ist immer Hoffnung. Und wenn mein Leben auf Erde rum ist, die Hoffnung stirbt nicht. Die Hoffnung, dass ich bei ihm werde sein. Und es ist Weihnachten, wie jetzt kommt. Und ich weiß, dass man öfters leider so viel beschäftigt mit anderen Sachen. Dass man so in diesem Trubel und Familie und das und jenes und Geschenke und Einkauf. Heute Morgen war ich kurz in der Stadt Mannheim. Ich kann das sagen, das hat ausgesehen wie ein Ameisenhaufen. Ich dachte, die Leute sind verrückt. Mit der Kasse gestanden und Tüte und Ding und der Stau überall. Ich dachte, die Leute sind verrückt. Verstehst du? Sie kaufen ein und sie sind hoffnungslos. Gestern Abend, Freitagabend war das ja gestern, da war ich eingeladen von einem bekannten Freund, wie ich habe, und er hatte eine Musikgruppe, kein christlicher, und hat irgendwo gespielt und hat gesagt, ah, Piero, komm doch mal. Dann habe ich meine Frau mitgenommen und bin dann hingegangen. Und dann haben sie probiert, so eine Weihnachtsatmosphäre zu machen. Und ich saß in diesem Raum drin und ich sah so viele hoffnungslose Menschen. Ich habe gesehen, dass so viele Leute saßen, auch viele Kranken. Das war Maria-Haus. Und da waren so viele Leute, die hoffnungslos da waren. Ich spürte diese Hoffnungslosigkeit. Und was die Hoffnungslosigkeit zieht etwas an, das ist Tod. Sie sind hoffnungslos und sie warten auf den Tod. Wir haben Hoffnung, wir haben Freude und wir warten aufs Leben. Ist der Unterschied. Weihnachten steht vor der Tür. Und ich möchte etwas sagen. Suche die Hoffnungen, wie Gott dir geschenkt hat in deinem Herzen, nicht deine. Nicht deine, dass du einen Tag ein großer und eine bekannte Frau und eine Karriere und das machst. Nein, schau Hoffnungen, wie Gott in dein Herz reingelegt hat. Such sie. Mach den Staub weg. Hol sie von dieser Schatzgrube aus. Schau sie an. Und da wirst du spüren, es kommt eine tiefe Freude in deinen Geist hinein. Eine Freude, die dir niemand wegnehmen kann. Eine tiefe Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich will sie wiederholen. Der Feind probiert immer. Ja, er weiß ganz genau, wenn du deine Freude verlierst, dann kann er dich ganz schnell anknappern. Aber wenn du Freude hast in dir drin, wenn du diese Hoffnung hast und diese Freude, das ist so wie ein geistliches Immunsystem. Was, das brauchen wir. Und ich kann doch sagen, ganz persönlich, es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Als ich mich bekehrt hatte, hatte ich 2 Millionen Euro Schulden. Und das ist hoffnungslos. Du kannst nicht mal die Zinsen zurückbezahlen. Verstehst du? Es ist hoffnungslos. Ich habe gesagt, okay, wenn wir halt Offenbarungseid machen, unsere Strümpfe zählen, unsere Hemden zählen, dann kommt dann der Gerichtsvollzieher. Und das war die Zeit, da gab es noch nicht die 7 Jahre, dann leben wir halt so, hoffnungslos. Aber ich habe entdeckt in meinem Leben so viele Situationen, bei Gott ist es nie hoffnungslos. Aber Gott möchte, dass wir manchmal harren, geduldig sein und von ihm wieder diese Hoffnung, in dieser Hoffnung leben. Ich glaube, dass Gott eine Freude hat, wenn man diese Hoffnung lebt. Glauben ist die nächste Stufe. Und viele Christen, es hat mich immer so, ich habe so geglaubt, dass er geheilt wird. Ich habe so geglaubt, es war kein Glauben, es war vielleicht Hoffnung, aber es war kein Glauben. Die meisten Christen machen den Unterschied nicht. Aber Gott hat Freude, wenn wir in dieser Hoffnung leben, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf ihn vertrauen. Ich habe mir vor, heute Abend würde jetzt so hier im Raum 4 Pferde stehen. Ein Pferd ist ganz klar, ist Gott.
Gottes werden. Und das andere ist vielleicht eigene Fähigkeit, Karriere, Finanz, alles Mögliche. Was würdest du dann machen? Stell dir mal vor, du musst jetzt auf Pferde setzen. Ah ja, vielleicht 30% auf Gott und 20% vielleicht auf... Nein. Wisst ihr, was ich machen würde? Wie? Ja, ich würde noch etwas anders machen. Ich würde die andere Pferde in die Wüste schicken. Verstehst du? So, haut ab. Weil ich weiß, wie gefährlich es ist, wenn du manchmal die Pferde nicht mehr dran hast. Ich weiß, wie gefährlich es ist. Weißt du warum? Dein ganzes Leben wird der Feind kommen und wird so ein falsches Pferd bringen. Ich liebe Reinhard Bonnke. Rainer Bonnke erzählt, er war ganz junger Missionar, hatte so ein Zelt gehabt von ein paar hundert Leute. Und dann kam eine Frau auf ihn zu. Es war noch wieder in diesem ersten Land war. Kommt eine Frau auf ihn zu und sie war eine Christin, eine ganz, ganz reiche Frau, Geschäftsfrau. Und sie sagte, Reinhard, ich habe gesehen, wie du predigst, die Hand Gottes auf dir drauf. Ich möchte dir ein Angebot machen. Du bist so schade, von diesem kleinen Zelt zu predigen. Und sie hat ihm ein Angebot gemacht für eine richtige Halle, jeden Monat finanziert, Zeitung, alles Mögliche. Und er betete und Gott sagt, das ist nicht der Weg. Das ist nicht das richtige Pferd. Verstehst du? Wenn du Evangelist bist und dein Herz brennt vom Menschenrette und du bekommst so ein Angebot, du kannst vor tausende Leute predigen, es wird alles finanziert, alles organisiert, dann hält wahrscheinlich, boah, das ist es. Aber es war das falsche Pferd. Wie viel Mal hast du oder ich oder wir aufs falsche Pferd gesetzt? Haben wir das ab und zu? Weißt du, ich glaube, das ist so eine Gabe, eine Unterscheidung der Geister. Unterscheidung so, das ist das gute Pferd. Oh, nein, gar nicht. Hast du diese Sehnsucht in deinem Leben? Zu sagen, Gott, ich will nicht aufs falsche Pferd setzen. Ich will meine Hoffnung. Diese Bibelvers von David hat mich heute Abend so getroffen. Seit meiner frühester Jugend habe ich meine Hoffnung auf den Herrn gesetzt. Seine Brüder wurden alle, ja, Offiziere, haben Karriere gemacht. Er war der Hirtejunge. Kannst du dir das vorstellen? Kleiner Hirtejunge, der kleinste von den Brüdern. Ein Tag ist er zu seiner Schafehüte und ein Tag kommt so ein Mann, Samuel, ein Prophet. Und sagt, komm Junge, ich salbe dich, du wirst König werden. Das ist schon schwierig, gell? Und dann geht er wieder weg. Hat sich das Leben von ihm verändert? Nein, er war immer noch Hirtejunge. Der hätte können sagen, jetzt, ich will die blöde Ziege nicht mehr hüten, ich bin doch gesalbt vom König. Aber weißt du was? Er hat seine Hoffnung nicht auf diese Prophetie gesetzt, sondern seine Hoffnung auf Gott. Wir setzen öfters unsere Hoffnung auf eine Prophetie oder auf Karriere oder was jemand gesagt hat. Er hat, ich glaube, das muss für ihn schwer gewesen sein. Kannst du das vorstellen? Bis Hirtejunge, da kommt ein Prophet und sagt, du wirst König vom Land werden. Das passt gar nicht zusammen. Aber weißt du was? Er ist es am Kopf klar geblieben. Hat sich nicht verwirren lassen von dieser Prophetie, sondern hat seine Hoffnung von seiner Kindheit, von seiner jungen Jugend auf den Herrn gesetzt. Ich kann nur junge Leute empfehlen, gerade weil sie in ihrem Leben viele Pferde treffen werden. Pferde von Angeboten, die von der Hölle kommen, setze nicht auf das falsche Pferd. Denn du kannst ein hoffnungsloser Fall werden. Setze deine ganze Hoffnung auf ihn, auf Gott ganz allein. Ganz allein. Ich möchte heute Abend, dass wir unsere Hoffnung wieder finden zum Herzen drin. Ich möchte vielleicht einige mit dir ausgraben. Hast du diese Hoffnung, dass Gott mit dir wird sein? Dass seine Gnade dich nie verlassen wird. Dass Gott dein Versorger ist. Dass Gott dein Arzt ist. Dass Gott alles weiß.
dass Gott dich kennt, er hat dich bei seinem Namen gerufen, er hat dein Haar gezählt. Hast du Hoffnung, dass dieser Gott dich nicht vergessen wird? Dass er dein Leben kennt, plant? Hast du die Hoffnung, dass du einen Tag bei ihm wirst sein auf ewig? Diese neue Jerusalem, wo es keine Krankheit, keine Nacht, kein Tod, kein Geschrei, kein Weinen mehr gibt. Hast du diese Hoffnung, dass er dich empfangen wird da oben? Sagen wir dann, mein Geliebter, meine Geliebte, komm rein. Ich zeig dir die Wohnung, wie ich da vorbereitet habe. Hast du diese Hoffnung, dass Güte und Barmherzigkeit dein ganzes Leben dir nachfolgen wird? Heute Abend bekomm wieder ganz neue Hoffnung. Dein Gott ist mit dir. Hör auf die Umstände zu schauen. Sondern diese Haltung, diese Lebensstil in der Hoffnung Gottes zu leben. Ich lebe in der Hoffnung Gottes, nicht in der Realität dieser Welt. Ich lebe in der Hoffnung Gottes. Wo sie verloren hast, hol sie wieder heute Abend. Hol sie. Sie sind am Herzen drin. Die Hoffnung für deine Kinder, für deine Familie, für deine Situation. Leb in der Hoffnung. Und du wirst diese tiefe Freude des Geistes kennenlernen. Nicht emotional, sondern diese tiefe Freude des Geistes in deinem Herzen haben. Und du wirst dann verstehen, was Jesus gesagt hat, wenn jemand dir das Hemd wegnimmt, gib doch den Mantel. Wenn jemand deine Ohrfeige gibt, gib doch die andere Wange. Du wirst es verstehen, wenn diese tiefe Freude in dir hast, da kann man dir nichts wegnehmen. Weil du hast alles. Du hast ihn. Im Neuen Testament ist Jesus gekommen, in eine hoffnungslose Welt Hoffnung zu bringen. An Weihnachten ist er gekommen. Er ist gekommen, wieder Hoffnung zu bringen. Und seine Kinder. Verliere sie nicht. Denn du wirst die Freude verlieren, die Kraft verlieren. Harre in dieser Hoffnung drin. Du bekommst neue Kraft. Das ist Weihnachten, in der Hoffnung, leben. In dieser Hoffnung, dass dieses Jahr bekommt besser wird sein als das Jahr, wie vor dir ist. Weil du reifer bist, weil du die Erfahrung gemacht hast. Und du wirst diese Hoffnung nicht mehr wegnehmen lassen. Und du wirst nicht mehr auf das falsche Pferd setzen. Du wirst diese falschen Pferde, die kommen, sofort erkennen und du wirst in die Wüste schicken. Und sagen, das ist nicht von Gott weg. Das ist nicht von Gott weg. Und da wirst du sehen, wie Gott mit dir ist. Du wirst es sehen.